Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren, heute fand die ordentliche Generalversammlung der Helvetia Holding über das Geschäftsjahr 2019 statt. Aufgrund der Anordnungen zur Eindämmung von Covid-19 leider ohne physische Teilnahme des Aktionariats. Ich bedauere dies außerordentlich, auch wenn ich voll und ganz hinter den von uns angeordneten Maßnahmen stehe. Denn ich schätze die persönlichen Gespräche und den direkten Kontakt mit Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, vor und während und nach der Versammlung jeweils sehr. Die Umstände der heutigen Generalversammlung zeigen, in welch schwierigen Zeiten wir gerade leben. Wir alle stehen täglich vor enormen Herausforderungen. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, dass sich Helvetia in diesen unsicheren Zeiten als verlässlicher Partner beweisen kann. Als Präsidentin des Verwaltungsrates bin ich sehr erfreut, dass Sie, unsere Aktionärinnen und Aktionäre, allen unseren Anträgen zugestimmt haben und ich danke Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Generalversammlung hat damit die Grundlage gelegt, dass Helvetia die angekündigten Zusagen umsetzen kann. Dies betrifft auch die Dividende. Im Verwaltungsrat haben wir diesen Antrag an die Generalversammlung nach sorgfältiger Analyse gefällt. Wir sind uns der großen Verantwortung in dieser Frage bewusst. Und wir sind überzeugt, dass die Ausschüttung unserer Dividende wichtig und richtig ist. In unserem Aktionariat finden sich nämlich viele Pensionskassen und Kleinaktionäre. Diese haben die Dividende fix in ihren Budgets eingeplant. Basis für die Dividendenausschüttung sind das gute Geschäftsergebnis des vergangenen Jahres, die solide Kapitalisierung von Helvetia sowie die zukünftige ökonomische Dividendenkapazität. Der Entscheid erfolgte also mit Weitblick. Und Helvetia beweist damit einmal mehr ihre klare und langfristig ausgelegte Unternehmens- und Dividendenpolitik. Betonen möchte ich an dieser Stelle auch, dass Helvetia keinerlei staatliche Unterstützung in Anspruch nimmt. Die Dividende wird vollumfänglich aus unserer Geschäftstätigkeit finanziert. Ein verlässlicher Partner möchten wir auch bei Übernahmen sein. Die Generalversammlung hat mit ihrer Zustimmung zur Schaffung von genehmigtem Aktienkapital den Weg zur Finanzierung des spanischen Versicherers Caser geebnet. Diese Akquisition ist ein wichtiger strategischer Schritt für Helvetia. So können wir das Europageschäft als zweites Standbein neben dem Schweizer Geschäft weiter stärken, das attraktive Nichtlebengeschäft ausbauen und die Vertriebskraft in Spanien erhöhen. Wir möchten in diesen schwierigen Zeiten aber nicht nur ein verlässlicher Partner sein, sondern uns auch solidarisch mit der Gesellschaft zeigen und unseren Beitrag zur Krisenbewältigung leisten. Dafür haben wir bereits verschiedene Maßnahmen eingeleitet. So gewährt Helvetia kleinen Betrieben und Selbstständigerwerbenden auf individueller Basis Mietzinsreduktionen und teilweise sogar mietzinsfreie Perioden. Weiter stellen wir zum Beispiel unser Netzwerk und unser Know-how aus der Transportversicherung zur Verfügung, wenn Waren unserer Firmenkunden aufgrund der verschärften Bestimmungen oder unterbrochener Lieferketten nicht in die Schweiz importiert werden können. Um die Liquidität unserer Firmenkunden zu verbessern, führen wir zudem Schadenzahlungen noch schneller aus und verzichten vorübergehend auf Erinnerungs- und Mahnschreiben für Rechnungen, die in der Krise fällig werden. Es zeichnet sich ab, dass die aktuellen Einschränkungen bald gelockert werden. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Kraft und Durchhaltevermögen im Umgang mit dieser außerordentlichen Situation. Und vor allem, bleiben Sie gesund. Einfach, klar, Helvetia.